So, weiter geht's mit Wonder Project J. Und ja, wir müssen an diesem Sportfestival mitmachen. Oder teilnehmen, besser gesagt. Und dafür befreie ich erstmal diesen einen Roboter, der mir immer die ganze Zeit hilft und Ratschläge gibt. Denn ich möchte das nicht zum ersten Mal da verkacken, sondern sofort auf Anhieb schaffen. Dafür gehe ich erstmal zum Gijin Village, denn da steht er ja immer herum und wartet auf mich sozusagen. Please give us some advice. Number 46, genau. The sports contest has begun, I see. There's a food race, shot put, hole in one contest and a free kick contest. Nein. Aber ich sehe gerade, hier sind ein paar andere. Also neben dem Racetrack gibt es hier noch den Pier und den Wald. Dann gehen wir zuerst. A good place for Hase's physical training. Ja, dann gehen wir doch dahin. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Hier ist ein Seil. Okay. Aber das war schon mal gut. Das war schon mal gut, oder? Also, er hat es nicht irgendwie runtergerissen oder sowas. Ja. Machen wir weiter. Wieso nicht? Bist du noch zu schwach, Hase? Aber mach trotzdem weiter. Ich möchte kurz gucken, ob er irgendwie dadurch trotzdem stärker wird. Anscheinend nicht. Aber egal. Dann gucken wir uns erstmal ein bisschen weiter um. Ein Fußball? Wow. Was kann er da machen? Stairs. Ach, hier kann er überall... Ah, hier trainiert er also. Aber zuerst gucken wir, was er mit dem Fußball macht. I think it's a soccer ball, ja. Hä? Okay. Ja, richtig. Ja, er lernt die Sachen ziemlich schnell jetzt, da ich ja ihm die Enzyklopädie gegeben habe. Deswegen ist das eigentlich ganz cool. Ja, dann trainier erstmal ein bisschen damit. Also er macht nicht mehr so viele Sachen falsch. Was mich sehr freut. Oh, stopp, 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 stopp. Richtig. Wir loben dich auch dafür. Klar. Ich bin ja nicht so. Aber ich wette, wenn ich jetzt gleich wieder so viel trainiere, ist er gleich wieder schlapp. Und ich muss wieder zurück nach Hause. Schneller. Stopp. Soccerball, komm. Shoot! Wow, das war schon besser. Ah, er wird stärker. Aber wo ist der Ball jetzt? Ah, hier ist er. Geht es noch weiter nach rechts? Nee. Okay, wir trainieren noch ein bisschen damit. Komm, lauf. Laufen bringt dir ja auch was. Shoot. Okay, das hast du echt gut drauf. Aber ich weiß nur nicht, ob es ausreicht, um den Contest zu gewinnen. Das ist das Problem. Ich werde das jetzt so lange machen, bis er wieder sagt, dass er stärker geworden ist. Und dann werde ich mal diese Treppen da hochgehen. Und mal schauen, was er dann macht. Oder ein bisschen mit der Hantel trainieren? Ich weiß es nicht. Ah, so viel zu tun und doch so wenig Zeit. Stopp! Ja, 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 ja. Komm, wird doch stärker, Junge. Ja, okay. Das hätten wir auch schon mal. Dann. Stopp. Stopp, stopp, stopp. Den tun wir erstmal hier rein. Und dann gehen wir mal diese Treppen hier hoch. Ich frag mich, was er jetzt macht. Treppen hoch. Und jetzt? Jump! Ah! Das war gut, oder? Dann wollen wir mal gucken, ob er das Seil jetzt hochkommt. Ja, er ist stärker geworden, das gibt's doch nicht. Wow. Ah, er schafft es noch nicht ganz. Ich verstehe.
Ich verstehe. Er schafft es noch nicht ganz, aber er ist schon knapp davor. Also, wenn ich mit dem Fußball weiter trainiere, dann wird das wohl wahrscheinlich irgendwann schaffen. Denke ich mal. Aber erstmal gehen wir nochmal diese Treppen hoch. Und Jump. Ja, ich denke mal, das muss ich auch machen. Hoffe ich zumindest. Aber er hat gleich nicht mehr so viel Energie. Ja, er hechelt jetzt schon ein bisschen. Ich glaube, ich gehe. Ja. Wow, hier geht's ja noch weiter. Oh mein Gott. Wow. Stopp. Was steht denn hier drauf? Ja. Das ist kind of hard to read. I think I need to study more. Oh, nee, ne? Noch mehr studieren? Was ist denn hier alles? Oh mein Gott. Was ist das denn hier? Oh! Scheiße! Ah, ich komm nicht mehr raus! Er ist tot! Oh nein. The Pokémon running the auto repair program, so it'll be okay, but it's going to cost. Wow! Oh! 3 Tage! Oh, das ist aber doof. So, ich habe jetzt ganze 3 Trainingssessions rausgeschnitten. Und ich habe gemerkt, je mehr Sport man macht, desto dümmer wird er wieder. Aber ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen ausgeglichen. Aber die Armpower, das gefällt mir nicht, dass sie auf 74 ist. Was machen wir dagegen? Was machen wir dagegen? Ich lese noch einmal in der Enzyklopädie. Ja. Und ich werde einmal mit der Hantel trainieren. Wie wär's damit? Ja. Dankeschön. Ach, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach. Ich zeig euch nochmal, was alles jetzt drauf hat. Im Wald. Da ist ja noch nicht so viel passiert. Ich habe nämlich noch seine Balance trainiert. Neben dem Sprung und dem Seil rauf klettern und dem Fußballschießen. Das konnte ich nämlich auf dieser Lockbridge machen. Aber ich will immer noch wissen. Moment. Den nehmen wir mit. So, jetzt kannst du da drüber. Und jetzt lies mal bitte, was da drauf steht. Ich möchte das schon gerne wissen. Das kann, ist immer noch zu schwer, obwohl ich wieder ihm ein bisschen beigebracht habe. So, oh mein Gott. Was kann er mit diesem Rock anfangen? Ach, ich möchte es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. So, wir gehen jetzt einfach mal. Moment. Ich zeig euch nochmal kurz, was er auf dieser Lockbridge gemacht hat. Also auf diesem. Auf diesem Holzbrücke. Baumstumpfbrücke. Ja, er kann nämlich jetzt bis auf die andere Seite balancieren. Vorher hat er es nicht geschafft. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was er so drauf hat. Also was er so uns zeigt beim Sportturnier. Ich hoffe, ich musste nichts beim Pier machen. Aber wir werden ja sehen, was jetzt passiert. So, the food race will now begin. All participants line up. We're going to give it a shot. Ja. Also ich will es auf jeden Fall teilnehmen. Yeah, I'm ready. Let's go. Alright, that's the spirit. What do we have here? A human boy. This is unusual. This contest itself is a great idea and all, but Gijin just go around winning everything, so it's gotten silly. Humans don't even bother to participate. Course I can blame him really facing mechanical man as opponents. Yeah, well boy, will you show those Gijin a thing or two for us? I'm getting so sick of the way things are now. Okay. I will now explain the food race. The rules are simple. You run as a group of 4. Ja, bla bla bla. Das können wir ja hier. Das ist einfach Sprinten. Da gibt's nicht.
Go! Komm, 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 komm! Komm schon, Junge! Komm schon, Junge! Du bist schneller als das ist! Wieso ist der Blau so schnell? Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Ich hab gewonnen, oder? Ich hab gewonnen! Gefällt mir! You did it! Congratulations! Here are your prize, 5000 Colo and a trophy. We'll have the trophy delivered to your house. Alright! We sure shot those Gigi. Yahoo! Wow! Das ist übel. Und es macht auch gar keinen Sinn, aber egal. Ja, weg, weg, weg! Ey, du machst mir Angst! Ich will weg! So, was jetzt? Congratulations, Hase. The trophies arrived, so I had it placed on the bookshelf on the second floor. Keep up the hard work and aim for the title of Sports King.